Schauen wir mal so ein bisschen auf den Frauenfußball. Du hast es gerade schon angesprochen, also es muss sich strukturell was ändern. Was genau ist das? Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob wir mit der Frauennationalmannschaft unterwegs sind und einfach die besten Bedingungen haben. Der DFB stellt uns alles. Also wir haben die gleichen Grundvoraussetzungen wie unsere Männer. Aber wir haben eben in der Liga nicht die gleichen Grundvoraussetzungen bei den 12 Teams. Wir haben die Teams, die bei den Lizenzvereinen sind, die mittlerweile gute, manchmal sehr gute, manchmal überragende Rahmenbedingungen haben. Und wir haben noch Vereine, wo das eben nicht selbstverständlich ist, dass permanent eine Top-Qualität ist beim Trainingsplatz, sondern man muss teilweise Plätze verändern, Plätze teilen, man hat gar keinen ganzen Trainingsplatz. Aber auch die Infrastruktur, was Personal angeht, physiotherapeutische Betreuung, Regenerationsmaßnahmen, Trainingszeiten auch so zu verteilen, dass alle eigentlich immer beim Training sein können, das haben wir nur zu 50% in der Liga. Dann geht es weiter mit Infrastrukturstadien, Rasenheizungen, aber auch natürlich Komfort, Event, dass die Leute einfach Lust haben, auch zu den Spielen hinzugehen. Also da sind viele Themen, Grundgehälter, dass wir immer noch 50% der Spielerinnen haben, die einfach ihre Existenz nicht über den Fußball bestreiten können. Also kann noch ein paar andere Sachen aufzählen. Aber wir haben jetzt eine Basis geschaffen, die uns die Chance gibt, die nächsten Schritte anzugehen. Und ich bin auch hoffnungsfroh, dass uns das gelingen wird. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.